Whole team mobbing. When I come around, got the whole thing wobbing. Wobbing, 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 wobbing. When I come around, got the whole thing wobbing. So, hallihallo, hallöchen. Und heute ist wieder Donnerstag. Das heißt, ihr bekommt heute wieder die neuesten Updates zu GTA Online. Heute ist der 25.06.2020. Und ja, ich würde mal sagen, dann lasst uns direkt loslegen mit dem Video. Zuallererst die Fahrzeugrabatte, der Tyrant ist reduziert, nicht so nicer Sportwagen, Supersportwagen, ist aber ziemlich breit, also gut optisch tunbar. Dann als nächstes der Tetheract, ist ein Elektro-Supersportwagen, lässt sich eigentlich ziemlich gut fahren. Der Nightshade, eher was für Sammler, kann ich nicht einordnen, ist ein Muscle Car. Die BF Strike Force ist eher für Luftkampf gedacht, nicht für Luftboden, Antiboden, höhö. dann der Ruiner 2000, ziemlich gut mit der Mission vom MK2 runterzuholen. Und der Festival Bus ist ebenfalls im Angebot. Zeitrennen diese Woche ist einmal dann Davis Quartz für das RC Bandito, beziehungsweise Raton Canyon für das normale Zeitrennen. Davis Quartz ist ein bisschen einfacher, Raton Canyon bin ich glaube ich noch nicht gefahren, aber verläuft wahrscheinlich durch den Canyon. Podiumsauto die Woche ist der Scramjet, wie auch schon im Intro-Clip gesehen. Ist ein ziemlich interessantes Fahrzeug, damit kann man das MK2 countern. Ist auf jeden Fall in Terms of Spaß ziemlich lustig. Ja, einfach mal hier drin die Woche. Ne? Weitere Angebote, die Clubhäuser sind reduziert, genauso wie die Nachtclubs und die ganzen Unternehmen vom Biker-Business, also Meth, Hanf, was weiß ich alles. Dreifach Geld gibt es diese Woche dann auf Hunting Pack Remix. Ist ein ziemlich lustiger Modus, ja. Aber leider fehlt mir da irgendwie so von Rockseite immer noch so das, womit man gut Geld verdienen kann.